Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral! In der letzten Folge waren wir wieder beim Spirit, der hat uns einen Orb gesagt, die er hier irgendwo hin platziert hat. Und anscheinend müssen wir weitere 4 Orbs davon suchen, das heißt wir haben noch 4 Bosse oder sowas und das probieren wir heute mal. Waren wir hier schon? Ich weiß nicht, der ist ein böser Zauberer. Bist du etwa Saruman? Heißt der Saruman von... keine Ahnung. Wieso verfolgt er mich? Das ist ja nicht so nett. Egal, wir haben hier richtig viele Sachen. Guck mal, wir kriegen richtig viele Leben und alles. Aua, okay, danke, danke dafür. Woher sollte ich wissen, dass da so ein Scheiß ist? Okay, warte, der Zauberer nervt mich gerade. Los, komm runter, ich weiß, du willst es. Ich habe gerade Pfeile bekommen. Wow, 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 wow. Oh Gott, schau, 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 schau. Tja, Magie gegen Pfeile. Wer wird gewinnen? Die Technik oder Mittelaltermagie? Tja, Technik hat gewonnen. Easy peasy, blöder Zauberer. Und dann gibt er mir nicht mal was dafür, der Doofkopf. Naja, wir kriegen heute hoffentlich... Ah, die gehen mit der Zeit an. Okay, habe ich verstanden. Ist auch ein bisschen wie bei Zelda auf jeden Fall. Wir werden heute den Wald hier erkunden und werden hoffentlich den Boss hier zu Gesicht bekommen. Was ist das denn für eine Statue hier? Hallo, kannst du mir mehr über meinen Teil sagen? Nö, lebst du vielleicht irgendwann? Man weiß es nicht so genau. Wie komme ich da unten hin? Okay, ich vermute mal... Guck mal, hier sind ganz viele dieser Statuen. Die haben bestimmt auch irgendeine Bedeutung. Und ich vermute mal, wir kriegen noch irgendwie entweder so eine Maus wie bei Zelda, so eine explosive Maus, wenn ihr die kennt, die dann da runterläuft und den Schalter aktiviert. Oder eine Bombe oder sowas, die man da runterschmeißen kann. Irgendwie sowas, denke ich. Zack. Nein, wieso geht... Oh, das ist ja unfair. Okay, egal. Ich hätte auch einfach rüberlaufen können, gell? Wenn ich schon einmal getroffen werde, ist auch egal. Das war aber... Das war ja assig. Wir gehen auf den, dann da hoch, dann da runter. Dann, keine Ahnung, nein, wir müssen nach rechts. Na gut, nochmal. Erst auf den, dann da hoch, dann... Egal, ich springe einfach rüber. Toll, trotzdem Leben verloren. So ein Müll. Ich heile mich mal kurz. Wir heilen uns ja richtig heftig deftig. Ist das richtig, was ich hier mache? Das Ding aktivieren, die Teile gehen an. Da unten geht an, es geht noch weiter. Oh Gott, wenn ich hier runterfalle, bin ich garantiert instant tot. Yo! Macht er hier einfach nicht weiter, der Blödkopf? So, der wahrscheinlich und dann der. Und dann der, aber hier ist wieder... Oh, bisschen anders getimt alles. Komme ich jetzt von da... Oh, ich weiß nicht, von wo ich komme. Von wo komme ich denn? Muss ich nach rechts weiter oder nach links? Warte mal. Waren wir hier schon? Ah ja, von links kommen wir und da oben können wir auch nicht weiter. Okay, also der Wald ist bisher ein bisschen merkwürdig. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt. Es gibt wohl 600 Räume. Oder über 600 Räume, die man... erkunden kann. Heißt, wir haben noch einiges vor uns. Hallo, Spirit. Ah, der kommt immer bei diesen Altaren, die man ja irgendwie auch aus Japan kennt. Da haben sie überall diese Altare aufgestellt. Hey, ich weiß, was das ist. Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Das ist ein Charmschwein. Hier kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Aber du hast gerade keine Charms. Vielleicht findest du ja irgendwo welche. Ist wahrscheinlich dieses lilane Ding da oben, nicht wahr? Oh, ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns vielleicht schrumpfen können oder sowas. Das hätte auch wieder so ein Zelda-Vibe. Bei Minish Cap ging das doch, ne? Dass man sich klein machen konnte. Aber anscheinend können wir dann hier erstmal nicht viel mehr machen. Ja, sad. Also hier geht es erstmal nicht weiter. Aber da ist so ein komischer Schrein. Aber hier rechts ging es ja noch irgendwie weiter, deswegen... Hi. Das ist noch so ein Teil. Oh, hier sind überall diese Augmented-Dinger. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, weil... Come on. Wir können hier überall nicht weiter, Das ist aber doch nur ein Schalter. Also wir müssen den Schalter da oben aktivieren, damit das hier aufgeht, oder können wir erst hier weitergehen? Mir fehlt irgendwie eine Fähigkeit, habe ich das Gefühl. Oder wir können hier links irgendwie weiter. Oh, man kann auch hier links weiter, okay. Dann, waren das die weggebrochen sind? Nee, alles klärchen. Und der Hund attackt! Richtig krass kaputt gemacht. Au, wow, what, ah! Wow, chill, what? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass die so schnell ist, diese blöde Fledermaus, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ist das hier... Oh, eine Karte, die wird mir hilflich sein. Danke für die Karte. Jetzt weiß ich endlich, wo man hier hingehen kann und wo nicht. Mehr oder weniger. Anstatt nur jeden nächsten Raum zu sehen. Jetzt sehe ich hier alles. Wie komme ich an diese beiden Herzen daran? Kann man hier auch noch kaputt machen? Nee, guck mal, die kann man wieder nicht kaputt machen. Irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig, welche Steine man jetzt kaputt machen kann und welche nicht. Gehen wir halt hier nach rechts und gucken, was passiert. Achso, und ich habe übrigens, ich habe 2 Errungenschaften von 37. Also ich bin auch da mal gespannt, ob das im späteren Verlauf vielleicht noch einfacher wird, die ganzen Errungenschaften irgendwie einzusammeln. Oder wie genau das hier jetzt abläuft. Hier warte ich irgendwie einen Affen auf dem Haus. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Komme ich da trotzdem irgendwie rein? Hier geht das wieder nicht. Wieso konnte man den einen Stein kaputt machen, aber alles andere nicht? Das ist so strange, ohne Witz. Steht denn hier auf dem Schild noch was drauf? Eine verlassene Stadt der Shade Sentinels. So, so. Hier wohnt wohl keiner mehr. In so ein Haus möchte ich aber auch ehrlich gesagt nicht leben wollen. So ganz ohne Fenster und ohne irgendwas, ohne Tür und Fenster, da kann man ja gar nicht reingehen. Gehen wir halt hier hin und gucken, was passiert. Ein Speicherpunkt zumindest mal wieder. Ich
Speicherpunkte werden aber auch weniger, merke ich gerade. Und was bist du? Hier ist ein Relikt vom alten Krieg. Bitte störe es nicht. Nein, würde ich niemals tun. Aber vielleicht ja dieser Zauberer, weil das ein Blödkopf ist. Los, komm hier runter, ich werde dich killen. Wow. Ausgewichen und Attacke. Meint ihr, ich kann das ausweichen mit meinem Schild? Ja, Tatsache. Dann bist du ja richtig einfach, du komischer Zauberer. Bisschen blöd, dass die nichts hergeben. Aber sonst alles cool. Das sind wieder diese schnellen Dinger, die weichen wir einfach mal aus. Und hier soll das Relikt des Krieges sein, ja? Oh, ist das eine neue Fähigkeit? Wahrscheinlich. Falls du das alte Schild verpasst haben solltest, dann sehe dies als deine letzte Warnung. Toll. Was soll mir das sagen? Letzte Warnung? Aber ich weiß ja dann gar nicht, was auf dem ersten Teil drauf stand. Ah, okay. Warte. Wir müssen auch gleichzeitig noch das gelbe Ding da oben aktivieren. Danke. Oh, geil. Sogar beides in einem Rutsch geschafft. So, was haben wir hier? Telepathie-Charm. Aktivieren diesen Charm an einem Charm-Schrein und du bist in der Lage, deine Seele für ein paar Sekunden... Nee, du kannst dann deine Seele für ein paar Sekunden kontrollieren. Ah, ist das dann... Ist das dieses Soul-Ding? Also dieser Geist, der uns da immer Sachen sagt? Dieser rote Geist? Ist das unsere Soul, dass wir den dann kontrollieren können? Das wäre natürlich nice. Und wieso... Ah, okay, wir haben hier den Schrein disturbed. Das sollten wir ja nicht machen und deswegen bricht hier jetzt alles... Da kommt Lava von unten! What? 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 Wait! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass da einfach Lava kommt. OMG, okay, wir müssen ganz schnell hier weg. Aber hier sind ja immer noch Gegner. Alles klar, einfach alles ausweichen. So, tschüss. Mir egal, ob hier irgendwas kommt. Ach, wir müssen nach rechts. Moment. Mir egal, ich nehme alle Hits mit. Das ist Damage Boost. Aua, Damage Boost. Hier ist doch das Sein. Ich bin doch halt schon ganz oben. Hallo? Hallo? Kannst du bitte aufhören, weiter zu steigen? Okay. Tschüss, komische Lava. Da darf jetzt niemand mehr hin. Wir sind der Einzige, der Telepathie erlernen durfte. Das haben wir mit Absicht gemacht. Hätten unser namenloser Abenteurer mal mehr Indiana Jones geguckt, dann hätte der gewusst, dass er nicht einfach ein Relikt stehlen darf, ohne ein neues Relikt reinzutun. Dann wäre das mit der Lava nicht passiert. Aber nein, dieser ungebildete... Oh, 5 Dinger. Per Zufall einfach mal ein Armor-Upgrade bekommen. Geil, guck mal, hier ist noch mehr. Hä, ich wollte hier gar nicht hin, aber okay, nehme ich einfach mal alles mit, dankeschön. Also sind wir hier unten. Haha, wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut, nehme ich mit, jetzt können wir 15 Pfeile tragen. Das Glück ist mit den Dummen, hahaha. So, na dann, ab zum Schrein, wir haben jetzt so ein Ding. Hallo, kleine Seele. Oh, du hast einen Charme gefunden. Okay, pack es in den Schrein und sieh, was passiert. Ich hoffe wirklich, die hochsteigende Lava hat sich gelohnt dafür. Och, du Kacke, gibt's hier viele. Magic Movement Combat. 9 Dinger gibt's? Okay, Telepathie. Aber man kann immer nur eine Sache da reintun, oder was? Ah, okay. Man hat 9 Charms hier, aber man kann immer nur 3 equippen, so wie es aussieht. Okay, muss man also auch gucken, was man damit macht. So, jetzt haben wir Telepathie. Und wie aktiviere ich das? Das hat mir wieder gar keiner gesagt. Mit dem rechten Trigger. Ja, jetzt können wir hier dieses Soul, den Soul-Typen aktivieren, aber der lebt nicht für immer. Aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, der verbraucht aber auch nichts, ne? Also wir können ihn einfach unendlich oft hier bewegen und dann macht er irgendwas. Er kann sogar angreifen! Oh, geiler Dude! Ey, das finde ich schön. Aber wir können ihn immer nur für 4 Sekunden oder sowas benutzen, ne? Das ist doch richtig witzig! Jetzt können wir einfach den Magier kontrollieren. Das ist eine witzige Idee, dass sowas geht. Cool. Dann ist er sogar, dann sind wir nicht alleine auf unserer Reise. Er hilft uns dann wirklich. Das ist ja mega gut. Okay, warte. Ein so ein Teil war, glaube ich, noch ein weiter unten hier. Genau, da war noch so ein lila Ding. Und dann können wir hier auf jeden Fall weiter. Geil, ey. Damit können wir so viele Sachen machen. Und das Geile ist, er kann halt auch angreifen. Das heißt, wir können jetzt auf Distanz noch geiler angreifen. Obwohl unser Körper da natürlich erstmal verwundbar ist. Während wir den Geist... Ha! Befehligen. Kann der auch sowas hier aktivieren? Ja. Kann man ihn schneller wieder zurückschicken? Nee. Oder? Warte mal. Doch, geht auch. Also man kann ihn aktivieren, dann hier irgendwas machen und ihn dann wieder wegschicken. Okay, cool. So, was steht denn hier? War das der Grüne wieder? Ja, der grüne Wanderer. Verteidigung. Achte auf die Weepers und benutze deine Hüllt? Hat er das nicht schon mal irgendwo rangeschrieben? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Naja. Oh, was? Nee, hier waren wir auch schon mal, ne? Ja, von hier kommen wir. Ah, wir haben eine Abkürzung freigeschalten. Okay, warte. Dann gucken wir erstmal hier alles links noch an, wo wir noch nicht waren. So, dann können wir hier nämlich auch den Typen wieder reinschicken. Und dann macht er hier das gelbe Ding auf. Ja, ist doch auch schön. Ich habe zwar keine Leben mehr, das ist ein bisschen sehr doof. Ich hoffe, da unten sterbe ich jetzt nicht. Aber wird schon gut gehen, oder? Alles klärchen. Hallo, komische... An wen erinnert euch diese Statue? Ist doch ein bisschen wie Undertale, oder? Gibt's da nicht auch so einen Typen, der so ähnlich aussieht?
Irgendwie erinnert mich das an Undertale. Ich habe Undertale immer noch nicht gespielt. Muss ich immer noch irgendwann mal machen. Aber irgendwie kommt das mir hier alles sehr befremdlich vor. Warum ist das hier alles? Und wieso ist das... Diese leeren Räume sind immer so komisch. Okay, hier ist ein Teleporter. Erstmal aktivieren und da kommen wir noch nicht vorbei. Das wird wahrscheinlich auch irgendeine Fähigkeit sein, dass wir durch so ein Blitzgedonner-Dings durchkommen. Aber bringt uns erstmal nichts. Dann haben wir hier unten noch einen Raum, den wir noch überhaupt nicht angeguckt haben. Mit einem Upgrade, an das wir nicht rankommen. Okay. Zumindest noch eine Truhe. Ein bisschen Geld. Ja, toll. Leider keine Leben. Und da oben komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Vielleicht kann der Geist irgendwie da durchschweben? Nee, ne? Kann er das kaputt machen? Vielleicht ist der Geist da irgendwie krasser drauf? Nö. Lol. Das ist eine Fake-Wand. Das ist eine Fake-Wand. Die gibt's ja gar nicht. Ist ja heftig. Ob wir hier unten noch irgendwie hinkommen? Ah, guck, jetzt können wir hier nämlich auch weiter. Ich glaube nämlich, man kann durch diese goldenen Dinger nicht mal mit einem Pfeil durchschießen. Deswegen, hier braucht man auf jeden Fall dann seine telepathischen Kräfte. Dann kann der das da aufmachen. Man kommt da leider trotzdem nicht durch. Meint ihr, der kann doch das Buch einsammeln? Los, kleiner Geist, sammel das Buch für mich ein. Okay, kann er nicht. Das ist sehr schade. Was macht der Zauberer hier? Okay, aber jetzt weiß ich zumindest, dass er mich nicht one-hittet. Das ist ja schon mal positiv. Ich glaube, das ist hier irgendwie optional, ob wir das hier machen oder nicht. Na gut, hier haben wir noch einen Schrein auf jeden Fall. Ach, den habe ich gesehen. Guck mal, hier haben wir noch einen Schrein. Meint ihr, man braucht verschiedene Schreine, um mehrere Teile hier zu equippen? Also, dass in dem einen Schrein jetzt halt dieses Telepathie-Teil drin ist und dass man in den hier jetzt was anderes reintun müsste? Oder meint ihr, man kann an jedem Schrein so viele, wie wollen wir die nennen, Fähigkeiten reinpacken, wie man will? Aber was ist hier? Wieder irgendwas ganz Neues? Brechen die hier weg? Nö. That's a really strange room, I have to say. Gibt's hier... Oh! Ein grüner Magier, den habe ich auch noch nie gesehen. So ein grüner Magier, der verschießt einfach mehrere Dinger. So, hier ist auf jeden Fall ein Schalter, der anscheinend irgendwas aktiviert. Ah, okay, verstehe ich. Warte, wir töten erstmal. Also der Schalter bleibt nur so lange aktiviert, wie wir draufstehen. Kannst du jetzt mal herkommen, du komischer Zauberer? Wie soll ich denn dich vernichten? Vor allem, du schießt einfach durch alles. Du blöder, dummer Fuckboy, Mann. Ja, hä? Diesmal ist der Zauberer nicht da. Plötzlich ist er weg. Okay, auf jeden Fall brauchen wir hier auch wieder den Geist und der soll dann das Teil da reinschieben. Also solche Rätsel gibt es hier auch. Das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Man hätte sich hier den Weg übrigens nach oben kaputt machen können, weil man diese ganzen Steine hier kaputt schlagen kann. Interessant, nicht wahr? Aua. Du Bastard, diesmal töte ich dich, bevor hier irgendeine Scheiße passiert. So, komm her. Ich habe ganz viele von den Dingern und ich werde sie alle gegen dich verwenden. Zack, zack, zack. Und nicht mal der gibt irgendwas. Voll der Bastard. So, okay, wir müssen auf jeden Fall... Hä? Wir müssen das da oben kaputt machen. Vielleicht kann der Geist das kaputt machen. Zumindest den einen hier, ja. Und dann kann er das da runterschieben und dann passiert nochmal irgendwas. Ich bin mir nicht so sicher, was genau passiert. Aber irgendwas wird schon passiert sein. Aua. Dann haben wir zwei dieser Dinger aktiviert. Ach, hier unten ist jetzt offen, oder was? Ich glaube, hier war eben noch nicht offen. Kriegen wir vielleicht eine neue Fähigkeit? Dauert ganz schön lange, dass wir eine neue Fähigkeit und so bekommen, ne? Oder einen neuen Boss sehen. Kann auch sein, dass ich hier sehr viele Nebenquests mache, Leute. Aber wir haben zumindest eine neue Fähigkeit bekommen. Hier ist noch ein Schrein. Also ich denke jetzt immer mehr, dass man für jede Fähigkeit, die man benutzen möchte, auch einen eigenen Schrein braucht. Au. Nach unten, Attack. Tau, tau, tau. Ihr könnt alle gar nichts. So. Du auch nicht, du komischer Schleimi-Daimi. Da oben noch was, ne? Kann man hier nicht irgendwie besser runter... Hier kann man doch bestimmt irgendwas kaputt machen. Genau, alles. Alles Schrott machen hier. Blöde alte Ruinen. Keiner mag blöde alte Ruinen. Okay. Das verwirrt mich hier alles. Du triffst mich nicht, sondern ich treffe dich. Zack, 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 zack. Das ist aber assig mit dem blauen Ding. Oh Mann. Okay. Wo werden die hinkommen? Die gehen. Yo, wie assig. Okay, einfach durchgelaufen. Ich glaube, so war das nicht geplant, aber ist okay. Ich kann mich vor allem noch nicht mehr heilen. Wenn hier jetzt irgendwie so ein Gargoyle sich aktiviert, dann ist alles doof. So, wir können noch links, rechts und unten. Die machen wir noch kurz. Okay, wir können uns voll heilen mit allem Möglichen. Leider kein Speicherpunkt hier. Ich hoffe, auf der rechten Seite ist dann einer. Das sieht sehr nach Boss aus. Aber wir haben noch nicht mal eine neue Fähigkeit bekommen. Das sparen die jetzt irgendwie ein bisschen. Na, wohl doch, diese Telepathiefähigkeit halt. Nein, gib mir doch nicht so viel Geld. Ich sterbe doch sowieso gleich gegen den Boss. Oh Gott, ob das so eine gute Idee ist, dass ich hier... 500! Dass ich hier so viel Geld bekomme? Ich weiß ja nicht. Hoffentlich kommt noch ein Speicherpunkt zumindest. Aber so wie ich das Spiel kenne, oder die Macher des Spiels, sind die ja eigentlich ganz nett und bauen hier auch nochmal einen Speicherpunkt irgendwie ein. Okay, ein Quasi-Labyrinth. Na, 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 na. So, einsammeln. Ich nehme hier alles mit. Ist zwar alles nicht so geiles Zeug, also nichts wirklich Tolles, was man braucht.
Das doch vielleicht, aber kann man da nicht einfach mit dem Pfeil durchschießen? Nein, ah, das kann sogar nur der Geist machen. Auf geht's, kleiner Geist. Hole diese komisch lilane Kugel. Merci. Ich würde aber trotzdem noch gerne einmal auf die andere Seite, denn da ist auch eine Truhe. Und ich, krasser Sparfuchs, muss natürlich alles mitnehmen, was geht. Aber ey, was haben wir hier unten? Oh, ein Buch. Na, das hat sich doch schon... Aua, okay, gegen die kann man nichts mit dem Schild machen. Aber das hat sich ja schon gelohnt hier. Ein Büchlein, immer 150 Gold wert. Nehme ich mit. Okay, jetzt bin ich aber... Ich vermute jetzt wirklich einen Boss. Das hat so ein Darks... Ach du Scheiße, sie ist eben noch groß hier. Das hat so ein Dark Souls-Feeling gerade. Wie der erste Boss bei Dark Souls 2, glaube ich. Dieser komische Baum, wo man in den Untergrund gehen muss. Und dann wartet da dieser Baum und der tritt dich immer kaputt. Ja. An das erinnert mich das hier gerade alles. Aber da kommen wir wohl... Gib mir diese Kisten! Als ob das nicht langt! Ganz knapp langt das nicht. Was die vielleicht noch einbauen hätten können, dass man nicht nur marken kann, sondern dass man verschiedene Marker setzen kann. Das ist einfach nur ein Ausrufezeichen. Habe ich mir jetzt einfach mal markiert, weil da ja diese Kisten sind. Aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das wichtig ist, was da ist. Oder... Shit. Was bist du denn für ein Kobold? Oder ob da einfach nur eine Kiste ist, wie jetzt in diesem Fall. Okay, go, go, go! Wir müssen zum Boss gehen! Come on, ich hätte gern noch einen Boss als Abschied. Oh, neue Errungenschaft. Sehr schön. Das ist Nummer 3 von 37. So, mal gucken, ob ich das hier gut anpassen kann. An! Ja, okay, das geht ganz gut. Kann man da drauf stehen? Nee, hier kommen wahrscheinlich auch irgendwelche Dinger raus. Ja. Oh Gott, hoffentlich langt das von der Zeit her. Ja, aber gerade so. Holy moly. Hi, bist du Robin Hood, ja? Ich kann da... Mann, ich kann auch mit Pfeilen schießen. Ich starte ganz am Anfang. Oh nö. Okay, Leute, dann... Oh nö. Nee, dann war es das erstmal mit dieser Folge. Wir haben zumindest die Telepathiefähigkeit gekriegt. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Wieso war da kein Speicherpunkt? Vorhin, lohnt sich das überhaupt? So viel ist da eigentlich gar nicht mehr. Meint ihr, da ist ein Boss? An sich müsste da irgendwo ein Boss sein, weil das grüne Gebiet ist nicht mehr so weit. Es sei denn, das hier oben ist auch alles noch grünes Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns. Aber ja, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten ein Abo, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah!